Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wie ihr seht, ist mein Plan jetzt hier den letzten Außenposten zu machen, den wir hier in dem Gebiet noch haben. Ja. Ist nicht hier abbiegen? Anscheinend nicht. Okay. Ah, hier. Okay, da ist es. Verfolgen. So. Clara, ich bin hier bei einer Art Metallfabrik. Scheiße. Sei wachsam. Da habe ich komische Sachen drüber gehört. Wenn du reingehst, such nach Trucks, die Da Metall oben. geladen haben. Da oben muss ich Klau hin, dir das ist der einen. Laptop. Wir brauchen den Schrott dringend. Geht klar. Hier oben. Ich frage. Komme ich hier hoch? Ah. Aber ich kann ja schon mal so ein bisschen scannen. Da oben ist kein Sniper. Okay. Was? Den Truck muss ich mir schnappen. Okay, und das war's. Okay. So, jetzt noch mal von hier scannen. Da hinten oben ist auch keiner. Hier ist Du auch versteckst dich keiner. nicht. Da ist ein Snipper. Okay. Hier ist der Laptop. Klipp, klipp, klipp. Okay. Eins. Nur zwei Alarme. Sehe ich das richtig? Also irgendwo in der Halle. Und in. Mein Plan ist jetzt erstmal den Alarm zu signieren und mal eben. Da ist nämlich noch wer. Und da ist noch so ein. Das ist keine Ahnung. Ist zwar eine Sprengfalle, aber die können mir egal sein, die entschärfe ich, ja. Okay, Vorsicht, Danny. Ein Schlüssel, aber wofür? Ich schätze für die Tür.
Ich schätze, der Schlüssel ist hierfür. Wir bekommen keine Verstärkung, ihr Säcke. Okay. Alles klar. Ein Zettel, gut. So. Hätte den gerade geschmiedet. Okay, die Halle ist clean, aber ich habe gedacht, ich komme von. Hier vielleicht aufs Dach. So, könnt noch schnell den Alarm deaktivieren. Yay. Das war jetzt nicht so optimal. Oh. Yay. Immerhin kein Alarm ausgelöscht. Fahrzeug gesichert. Oh, hallo, ey. Hier sind dann noch Infos in dieser Hütte. Naja, Dings. Die Pose.
Hier will dann auch die Schlüsselkarte sammeln. Ach, mecker doch nicht rum. Was ist eine interessante Karte, wo alle Tankstellen drauf aufgezeichnet sind. Hier noch ein leerer Käfig. Da kann ich noch ein Plakat beschmieren und hier ist der Loot. Das kommt davon. Dafür kriege ich auch 3 Rekruten. Wie cool ist das denn? Ja. Und die dann. Jo, wie war lieber das? Gut. Da ist noch irgendwie eine Kiste. Wird oben sein. Und da. So, hier ist es sonst nichts mehr Wichtiges. Ne. Gut. Das war's dann von dem Meter Basis bis auf, ja, hier unten ist noch eine in Guse del Salvador. Ich glaube, ich mache jetzt hier die Schatzsuche. Die ist ja hier direkt in der Nähe. Ja. Zack. Hat hier noch irgendwer Infos für mich? Nein, aber da ist nochmal ein Fass, was ich mitnehmen kann. Sowas kann ich nicht stehen lassen. Zack. Okay, aufgefüllt bin ich, oder? Was öffnet? Ja, okay. Zack. Jetzt bin ich wirklich auch voll. So. Zack. Wer das Ding? Da steht meine Karre. Oh, hier in diesem Häuschen war ich noch nicht drin. Computer, Munition, die ich nicht brauche. Alles klar. Dann hüpfen wir hier mal rein. Und fahren zur Schatzsuche. So. Wir nehmen aber noch mal eben hier die Infos mit. So, ein paar Fischergebiete. Total random steht hier in irgendeiner Ruine eine Wache. Ich glaube, ich laufe, weil ich könnte mir vorstellen, ja. Wie, das ist doch auch so ein Touri-Ding. So, Waffe weg. Geht schneller. Ui, das ist schick. Auch irgendwas für Touris. Oh, hey, Krokodil. Oh, war. Krokodil. Und ein Haar. Da ist ein Kakan. Oh nein. Da ist ein Ingenieur. Ganz viele von diesen Kackhühnern. Ey, lass meinen Hund in Ruhe, Scheiße. Okay, sammeln wir erstmal hier so ein Ding auf. Oh, je geil. Noch mehr Kroko machen. Kompanie. Bla bla bla. Ich werde mich. Ich hab das auch nicht hinbekommen. Bei dem ganzen Soldaten frage ich mich, ob er es rausgeschafft hat.
Okay, finde Möglichkeit, Lus Versteck zu öffnen. Ganz vorsichtig. Okay. Carajo. Das ist eine Menge hungriger Krokodile. Ja, die kann ich doch. Jetzt sind sie frei. Also, ich habe schon tausendmal gemerkt, füttert meine Be Ich nehme bla bla bla. Das muss Louis sein. Irgendwann. Du musst fertig sein. Ich töte die mal einfach. Das muss der Schlüssel zum Geheimversteck deines Also. Vaters. Wie schade, dass du ihn gefressen hast. Carajo. Das ist eine Menge hungriger Krokodile. Hi, habe ich rausgelassen. Lass mich bitte in Ruhe, danke. Wie komme ich da denn jetzt hin? Irgendwie von da. So, hier rauf. Hier rum. Hier rum. Da ist ein Kletterhaken an der. Das war cool. So, was kriege Ein ich? neuer Tag, eine neue abgefahrene jaramische Liebesgeschichte. Sylph und Turf. Okay. Loot. Yay, neues Gewehr. Kisten, Kisten, Kisten. Hier sind immer nur Kisten. Was ist das denn hier? Bau der Perorus. Hier ist noch eine Geschichte, iranische Geschichte. Irgendein verrückter, ein verrückter Künstler. Das hört sich doch interessant an. Ich brauche eine Karre. Bleib doch da. Ist der mich fast umgefahren? Ich werde bekloppt. Direkt aus der Werkstatt. Pass gut auf das Schätzchen auf. Schön. Gracias, gracias. Mit meinen geilen, leuchtend blauen Sneakern. Ja, geht doch mit blöder Zaun. Ja, war so gewollt. War alles mit Absicht. So, wir sind die Kutzen. Wenn wir durch die City moven. Wie er mir auch halt voll reingefahren ist. Der Wichser. Bin auf meiner Spur gewesen.
Ich weiß. Hi. Danke. Alles klar. Ruhig. Alle bewahren ihre Ruhe. So, haben sich jetzt alle wieder beruhigt? Ja. Na, alle haben sich beruhigt. Ich kann weiterfahren. Ciao. Ja, wow. Hä, wieso ist sie eine Verbündete? Hä? Komisch. Ich werde jetzt ein Bild mitnehmen. Fickgras. Und jeden. Ja, aber wer kämpft denn hier gegen wen? Ja, gerade komisch. Okay. Ja, Zivilist, schrei mal ruhig rum. Gut. Aber bevor wir da runtergehen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.